Wenn ich eine Scheibenpanne habe und man meine Beine sieht, ja, dann wird schon geschaut. Vielleicht bin ich sehr oft gecancelt worden wegen meiner Größe. Sie haben mir auch viele Bohnenstangen gesagt und Giraffe. Es hat fest geklopft, dann bin ich am Boden gelegen und habe gewusst, jetzt ist es vorbei mit dem Fußball. Ich habe sowieso von Natur aus ein bisschen krumme Beine und ich werde öfters darauf angesprochen. Das finde ich nicht so cool. Das war in der Berufsschule, wo ich kurz nach meinem Unfall in einem Sommerkleid auftaucht bin. Und die eine hat dann zu der anderen gesagt, hey, dass die überhaupt noch traut, das Kleid anzuziehen. Dank meinen Beinen darf ich jetzt eigentlich meinen Traumjob ausüben. Und das macht mir sehr Freude. Jetzt, mit meinen Bildern an den Beinen, zeige ich meine Beine noch einmal viel lieber. Die Tätowierungen haben ein Stück von meiner Weiblichkeit an den Tag gebracht. Ich sehe meine Narben halt gar nicht mehr. Ich kenne mich ja auch nicht anders. Im Ballett habe ich mit solchen Beinen einen riesen Vorteil. Fußball war eine riesige Leidenschaft von mir. Ich kann aber jetzt immer noch ganz normal laufen und das ist mir sehr wichtig und freue mich auf neue Sachen zu entdecken. Ich finde, dass Kompliment für die innere Schönheit viel wichtiger und schöner sind als Kompliment vom Äußeren. Mein Motto ist, nicht aufgeben und immer weiterzumachen. So Kritik an einem, das sollte einem sowieso egal sein. Aber manchmal stört es mich aber gleich. Es gibt halt verschiedene Blickwinkel zu allem. Und ich glaube, die eigene Einstellung macht es aus.